Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 4. Und ja, wir waren gar nicht so weit von der Lösung entfernt. Also anscheinend muss man wirklich nicht alle Prothesen haben, aber jetzt haben wir schon einige und ich konnte euch zumindest zeigen, was passiert, wenn man mehrere hat. Wichtig ist eigentlich nur eine einzige Prothese und das ist hier diese künstliche Haut, die Kunsthaut. Die brauchen wir nämlich. Und wie wir die kriegen, das erfahren wir auf dem Gullideckel. Das habe ich jetzt eben nachgeguckt. Denn auf dem Gullideckel steht was drauf. Den müssten wir uns einfach nur mal angucken. Wie geht denn das so? Und jetzt vielleicht lesen? Das kann ich nicht verwenden. Oder wie kann man denn den Gullideckel lesen? Das habe ich noch gar nicht so wirklich rausgesucht. Also man kann gucken, was da drauf steht. Use oder lesen, read. Read geht gar nicht. Schau an, look. Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht, Cindy liebt Fred. Aber gleich daneben hat jemand Harry liebt Cindy eingeritzt. Was für ein seltsamer Ort für Liebesbezeugungen. Genau, das waren die drei Namen. Cindy, Fred und Harry. Und wenn man die benutzt, kommt man halt auf diese Kunsthaut. So. Ja, was das Ganze soll. Da wir durch den Gullideckel die Kunsthaut bekommen haben, sollte man vielleicht mal probieren, die Kunsthaut mit dem Gullideckel zu verbinden. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Dann geht das so nicht. Okay, aber trotzdem ist das ein Hinweis. Denn, warte mal, wir müssen mal eben hier raus. Mein Gott, was mache ich denn hier? Die Steuerung, ne? Ich sage, die Steuerung in diesem Spiel ist echt gewöhnungsbedürftig. Denn mit dieser Kunsthaut können wir praktisch eine Art Trampolin bauen. So. Jetzt ist die Frage, wie das genau funktioniert. Entweder die Haut direkt hier reinlegen. Wir wählen mal die Kunsthaut und benutzen die mit dem Gulli. Geht das so? Ah! Echt? Das ist wie ein Trampolin. Okay. Und jetzt benutzen? Oh! 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 Und jetzt? Okay. Ja, jetzt sind wir tatsächlich in der Bank. Ist ja geil. Ach, wie süß. Kleine handliche Schatztrüchen, in die nichts hineinpasst. Also ich habe euch versprochen, dass wir weiterkommen und wir kommen weiter. Ist das nicht schön? Ich doch. Ich bin größere Schatztruhen gewohnt. Ach ja, genau. Wenn wir gleich wieder größenwahnsinnig beschlagnahmte Kommode. Ich hoffe wirklich, dass der ehemalige Besitzer die Schublade mit Unterwäsche ausleeren konnte. Mhm. Das kann ich nicht verwenden. Und diese Truhe hier? Ja, wahrscheinlich müssen wir einfach runter. Ich gucke nur noch mal im Papier hin, was ist. Ah, Lampe. Lampe, Lampe, Lampe. Eine Lampe. Kannst du die nehmen? Scheint ziemlich gut an der Wand befestigt zu sein. Irgendwo muss ein Schalter sein. Vielleicht ist der ja unten. Wir gehen erstmal runter. Hier draußen, also bei mir hier sind gerade irgendwie einige Flugzeuge am Gange. Hört sich jetzt an. Ich habe hier ziemlich einen Krach. Ich hoffe, ihr hört das nicht. So, da liegt ein Zettel. Heute ist Scupper-Party. Eröffnen Sie einfach ein Konto mit 10.000 Goldmünzen oder mehr. Kannst du den nehmen? Das brauche ich wirklich nicht. Das ist eine Zugkette. Was würde wohl passieren, wenn ich hier... Ja, dann mach einfach mal. Licht geht vielleicht an. Aha. Das ist unser Lichtschalter. Ein Sieg der Technik. Und da geht auch gleich das Licht, die Musik an. Oh. die Musik geht kaputt. Das ist der letzte Schrei auf dem Markt der pflegeleichten Dekoration. Man kann sich sogar das Gießen sparen. Ja, nimmst du das mit? Nein, das wäre mir peinlich. Oder kommt der Krach aus dem Spiel? Ich glaube eigentlich nicht. Betrachte Pflanze. Ich kann es gerade echt nicht unterscheiden, wo das Geräusch herkommt, was ich höre. Die Innendekoration überlasse ich lieber Elaine. Ah ja. Ich schätze, das Ding geht als Prachtfarn durch. Mhm, und das Schiff? Ich habe mich immer gefragt, wie sie das Schiff da reinbekommen. Ja, die nimmst du auch nicht mit, ne? Das ist der zweitnutzloseste Plunder, den ich je gesehen habe. Gut, dann vielleicht diese Jacke hier? Es wird aber nur die Tür angezeigt, okay. Das Magazin, das wolltest du ja letztes Mal schon nicht mitnehmen, ne? Ich habe keine Zeit zum Lesen. Okay, und die Kerze vielleicht? Ne, die zeigt er nicht an. Ja gut, dann, was können wir noch hier machen? Was haben wir denn da noch? Den Abakus könnten wir mitnehmen.
Keine Chance. Echte Piraten rechnen niemals. Wir heuern dafür unsere Piratenbrüder als Buchhalter an und überlassen ihnen die Verwaltung unserer Schätze. Aber wir könnten uns das Hauptbuch vielleicht mal angucken. Ja, nichts als Namen und Zahlen. Und jede Menge Mathematik. Vergiss es, ich versuche meine Unschuld zu beweisen. Ich will nicht noch mehr Ärger. Können wir denn nicht in den Tresorraum nochmal rein? Das wäre eigentlich ganz cool. Betrachte Zettel. Heute ist Scupper-Party. Eröffnen Sie einfach ein Konto mit 10.000 Goldmünzen oder mehr. Ist ja gut. Ich komme da nicht wieder rein. Zugkette, Ja, und was nu? Was ist das eigentlich für ein komischer Schatten da oben an der Wand? Ist das Absicht? Kann ich nochmal die Leiter hoch? Weil das hat uns ja überhaupt nichts gebracht, dass wir jetzt hier drin waren. Wir müssen ja jetzt ja irgendwie unsere Unschuld beweisen. Irgendwas muss es hier zu finden geben. So, warte mal. Nee, durchs Fenster gehen wir auch nicht. Schatztruhe, Kommode, Lampe, Schatztruhe. Betrachte Lampe. Kleine Schatztruhen. Betrachte Lampe. Lustige Schatten, genau, das ist mir nämlich gerade aufgefallen. Was ist das für ein Schatten? Sieht aus wie eine Nase? Ah! Hey, eine künstliche Nase. Sie ist voll. Ich wette, das Teil gehört diesem stinkenden Seeräuber, dem Kerl ohne Nase. Ich nehme das an mich, Mr. Threepwood. Ach, was machen Sie denn hier? Dasselbe könnte ich Sie fragen. Stattdessen nehme ich aber nur dieses Beweismittel an mich. Na dann los, prüfen wir, ob sie Pegnose passt. Großartige Idee. Zu dumm, dass niemand weiß, wo er sich versteckt. Bringen Sie ihn hierher und ich überlege es mir. Aber denken Sie daran, selbst wenn die Nase passt, weiß das nur, dass er in der Bank war. Es heißt noch lange nicht, dass er der Täter ist. Sie denken immer noch, ich war's, stimmt's? Ja, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Und jetzt raus hier. Wer hat eigentlich das Fenster zugemacht? Jetzt ist das Fenster wieder auf. Das ist sehr interessant. Jetzt ist es wieder... guck mal. Jetzt ist das Fenster zu und wenn ich in den anderen Bereich hier oben wechsle... Moment. Ist das Fenster auf. Sehr schöner Fehler. Okay, dann gehen wir jetzt durch die Haupttür raus, würde ich sagen, weil jetzt wissen sie ja eh, dass wir hier drin sind. Okay, wir haben jetzt die Nase, die jetzt aber der Sheriff genommen hat. Ja. Das heißt, das Rätsel ist jetzt eigentlich schon wieder verworren, ne? Zumindest waren wir jetzt in der Bank drin. Das hat uns ja schon mal geholfen. Wir müssen uns ja immer noch darum kümmern, dass wir den Geruch verstärken für The Dave. So, ich hatte ja schon mal probiert, den Fisch da rein zu hacken. Ne? Wo ist denn der Fisch? Also wir haben ja unseren Zerstäuber mit Wasser. Ach so, das Kombinieren habe ich ja gar nicht auf der Reihe gehabt. Ne? Warte mal, wenn wir Use nehmen. Ich will nochmal den Fisch in den Zerstäuber reinpacken, ob das doch klappt. Es geht doch nichts über den Duft von verfaulendem Fisch, wenn man Frauen rumkriegen will. Ah, geht also doch. Ja, ich hätte das mit dem Benutzen hatte ich gar nicht innerhalb des Menüs, das wusste ich gar nicht. So, jetzt haben wir also da Köder reingepackt. Können wir die Blume vielleicht doch da reinhauen? Dann, warte mal. So, jetzt müsste mein Gebräu etwas besser riechen. Aha. Ob das jetzt schon reicht? Wir können ja mal eben gucken, ob wir das schon mit Daves Nase jetzt in Einklang bringen können. Oder ob noch was fehlt. Jetzt gucken wir uns halt noch in den Läden noch mal ein bisschen um. Ne? Also irgendwo, denke ich mal, wahrscheinlich gibt es noch eine Zutat. Das mit dem Köderfisch, das hatte ich noch irgendwie so im Kopf, dass das gehen muss. Blume, hatte ich gedacht, wäre eigentlich eher was für Brittany, aber anscheinend nicht. Selbstgemachtes Parfum. Versuchen wir es mal mit Dave zu benutzen. Komm, schnupper mal. Und? Jetzt vielleicht? Mann, was ist das für ein seltsames Zeug, mit dem du mich da angespritzt hast? Es riecht fischig. Und blumig und modrig? Es reicht anscheinend noch nicht. Nach was riecht denn unser... Taschentuch. Können wir da mal dran riechen? Können wir selbst dran riechen? Ein Taschentuch mit den Initialen PP. Ich bezweifle, dass das Großvater Marley gehörte. Riech das doch mal. Kannst du es... Riechen gibt's nicht, ne? Was ist denn riechen? Smell. Kann er nicht. Look geht nicht. Tja.
weiß nicht, ich kann das selbst nicht mehr dran riechen, aber was hatte das denn noch für eine Note? Ich dachte, das hätte immer noch so einen leicht holzigen Geruch. Also, modrig, hat er gesagt, fischig. Und Holz. Ich dachte, das hätte man auch Holz gerochen. Nein, nein, ich dachte, das wollte ich doch gar nicht. Der Typ mit den Wanderstäben, der hat doch Holz, ne? Gehen wir mal raus hier. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zu dem Wanderstab-Typ, weil bei dem waren wir auch schon länger nicht mehr. Und der müsste doch eigentlich Holz bei sich haben. Vielleicht gibt es da noch irgendwas Holziges, was ich hätte mitnehmen können. Und ich habe das nicht wirklich gecheckt. Gehen wir mal reingucken. So. Gucken wir uns hier nochmal um. Verschiedene Stäbe. Die wollte er aber alle nicht nehmen, ne? Ich glaube, ich möchte keinen Stab aus diesem Fass. Ne, will er nicht. Freddy, wo ist mein neuer Wanderstab? Ich habe ihn hier, Mr. Mandrill. Ein nagelneuer Spazierstock. Eine exakte Nachbildung ihres alten Stocks. Das will ich hoffen. Ansonsten kaufe ich deine Muckelbude auf und baue etwas Sinnvolles. Zum Beispiel eine öffentliche Toilette. Ich, soll ich ihn auf die Rechnung setzen, Mr. Mandrill? Was dachten Sie? Mhm. Oh, da liegt was. Wissen Sie, wenn ich kein friedliebender Mensch wäre, dann würde ich diesem Snob den Schädel einschlagen. Und ich würde erst aufhören, wenn sein Hirn über meinen rustikalen, handpolierten Hartholzboden spritzt. Ja. Aber Sie sind ein friedliebender Mensch, stimmt's? Ja. Okay. So, warte mal, was liegt denn da jetzt? Holzspäne. Das ist doch Holz. Wenn ich einen Hamster hätte, könnte ich ihm aus dem Zeug ein Bändchen basteln. Und sollst es aufheben. Und können wir das jetzt auch noch in die in den Zerstäuber packen? Ach, doch, narg, doch nicht so. Use. Aha. So, jetzt riecht das Gebräu doch gleich viel interessanter. Aber ist das jetzt schon fertig, das Gebräu? Das kann ich halt nicht sehen. Das ist das Problem, denn... Ja, dann komm, dann benutzen wir das jetzt nochmal mit Daves Nase. Ich weiß halt nicht, wie viel Zutaten da rein müssen. Wir haben da jetzt den Fisch reingehauen. Wir haben da jetzt Holzspäne reingehauen. Und die Blume. Also es riecht jetzt blumig, fischig und modrig. Modrig ja schon durch das Wasser. Und jetzt noch hölzig. Und ich glaube, Holz war noch eine Note, die wir ursprünglich da dran hatten an dem Taschentuch. Und deswegen meine ich, müsste es eigentlich komplett sein. Ich hoffe es zumindest. Weil sonst wüsste ich jetzt schon wieder nicht weiter. Ah, okay. Versuchen wir es. Komm, Dave. Riech jetzt an dem Tuch. An dem Zerstäubungsding. Und? Bitte. Mann, den Geruch kenne ich nur zu gut. Ich darf mich nicht beschweren. Immerhin ist Victor L. Moe mein bester Kunde. Victor L. Moe. Der Mann kauft hier regelmäßig künstliche Nasen. Wirklich? Er ist wirklich ein guter Freund von mir, ja? Wir haben uns aus den Augen verloren und ich vermisse ihn so sehr, dass ich eine Duftprobe angefertigt habe, die mich an ihn erinnert. Okay, zu viele Informationen. Ich folge einer eisernen Regel. Nicht fragen, nicht riechen. Trotzdem, wenn Sie wissen, wo ich meinen Freund finden kann, wäre mir das eine große Hilfe. Oh ja, sicher. Er lebt in den Sümpfen der verlorenen Zeit. Ohne die Wegbeschreibung, die er mir gab, findest du nie zu ihm. Und die Wegbeschreibung ist irgendwo in meinem automatischen Karteisystem. Großartig. Kann ich die Wegbeschreibung haben? Leider nein. Vor einiger Zeit ist Pongo, mein Karteiaffe, durchgebrannt. Er war der Einzige, der das automatische Karteisystem bedienen konnte. Tja, deshalb habe ich keine Ahnung, wie ich die Wegbeschreibung finden soll. Aber wenn du es selbst versuchen möchtest, nur zu. Hier sind alle nötigen Schalter. Okay, Victor L. Moe heißt er. Puh, okay, dann, ja, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt so hinkriegen können, aber wahrscheinlich, ne? Ja, dann probieren wir es, komm. Victor L. Moe. Victor. Ja, wird mit V geschrieben, ne? Toll. Monkey. Muss ich jetzt auf Englisch denken? Banana... Rabbit? Ich habe keine Ahnung. Scheiße, das weiß ich doch auch nicht. Victor L. Ist mit A. Keine Ahnung. Affe. Ja, Affe. Ja, aber das ist ja halt...
Mo? Ich weiß es nicht. Auch Monkey. Monkey ist vielleicht... Aber Al ist ja eigentlich mit A. Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Victor. Ich weiß es doch nicht. Mal gucken, was passiert, wenn wir jetzt das machen. Jetzt muss ja irgendwie, da muss ja irgendwie ein Schema hinterstecken. Ja, das kommt da irgendein Zettel. Ah, da steht ein Name. Langley G. Salty. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Ich schreibe das mal eben auf. Langley G. Salty hatten wir jetzt, ja? Mal eben aufschreiben. Warte mal. Also, wer hat jetzt Langley G. Salty? Das heißt also LGS hatten wir jetzt. So, wir hatten... Was brauchen wir? Victor Alan Moe. So, das kommt jetzt ja schon mal überhaupt nicht hin. Das wär, also alle drei müssten jetzt vielleicht mal anders. Dann probieren wir es doch nochmal anders. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Ich versuche jetzt erstmal. Sie würden mich nicht alle anstarren. Wenn nicht die Glasaugen. So als mit der Steuerung. Ja. Also das kam jetzt so überhaupt nicht hin. Machen wir das erste Mal anders. Wir brauchen ein V. Nehmen wir mal der Affe. Wir nehmen mal eine Banane, dann nehmen wir mal Affe und nochmal einen Hasen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Es muss ja irgendwie einen Grund haben, hier, wie das funktioniert. Aha. Ah, da steht ein Name. Zachary O. Big Pirate Man. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Zachary O. Big Pirate. Das sind ja wieder alles ganz andere Namen. Das ist doch Quatsch. Ich glaube, das hat so keinen Zweck. Oh, wie hieß das? Das ist doch scheiße. Ja? Ich suche immer noch einen nasenlosen Piraten. Und weißt du inzwischen, wie er heißt? Nicht, dass ich wüsste. Oh. Das ist zu schade. Natürlich, selbst wenn ich den Namen des Piraten... Natürlich wüsste, weißt du, wie der heißt. Das würde keinen Unterschied machen. Ohne Pongo finde ich nicht einmal die Akte deines Piraten. Ach, Mann. Scheiße. Wiedersehen. Riech mal wieder vorbei. Ja, da kann ich ja noch so viel rumprobieren. Das hat doch keinen Zweck. Victor Elmo... Kann ich noch irgendwas tun? Den Brief. Tja. Jetzt hänge ich wieder da, ne? Mist. Können wir uns hier nochmal umgucken? Elfenbeinprothesen mit Gummisohle. Metallhaken. Können wir da einfach nehmen? Meine Hand in einen Korb voller Haken zu stecken, schreit förmlich nach einer Katastrophe. Ja, ist ja gut. Irgendwas war da. Prothesen. Ich brauche keinen Korb voller Prothesen. Eine Prothese könnte aber durchaus nützlich sein. Ah. Okay. Und welche? Er nimmt aber keine einzelne. Mit Prothesen. Aber eine einzelne will er ja nicht. Ich hatte schon genügend Augäpfel in der Hand, danke. Ist das so? Was ist das? Achso, das Dokument hatten wir ja schon. Ach, Mann. Dave? Ja? Ach, scheiße. Wiedersehen, riech mal wieder vorbei. Ah, okay. Händen, was war das? Korb mit minderwertigen Plastikhaken und Händen. Diese Haken und Hände sehen aus, als würden sie jeden Moment auseinanderfallen. Ich weiß. Ich habe sie vor einiger Zeit bei einer dubiosen Firma in Übersee gekauft. Und jetzt bleibe ich auf der Ware sitzen. Ich kann das Zeug nicht mal verschenken. Ja, dann nimm doch was davon, wenn du es verschenken... So sehr ich kostenlose Sachen schätze. Dieser Plastikmüll ist völlig nutzlos. Hm.
Ja gut, dann nicht. Dann weiß ich auch nicht. Haben wir hier noch was? Ach, das war noch mal Prothesen. Ist hier noch mehr? Dead Eye Dave. Glasaugen. Ja, hier ist nicht mehr. So ein Scheiß. Ja, was machen wir denn jetzt, meine lieben Freunde? Ich bin schon wieder ratlos. Das tut mir echt leid. Aber wir sind ja ein bisschen weiter gekommen. So ist es ja nicht. Aber ich glaube, es... Ja, wir müssen einfach diese komische Steuerung da hinbekommen. Oder wir können noch mal eben ganz kurz zu Mr. Mandrill. Obwohl, das bringt uns auch nicht weiter, ne? Der hat jetzt ja einen neuen Stock bekommen. Ob das irgendwie einen Grund hatte, dass er einen neuen Stock gekriegt hat? Wir können ja noch mal eben zu ihm, aber... Du sollst da reingehen, mein Freund. Betrete Ossis Haus. Genau, wir gehen nochmal da rein. Können wir mit dem noch was machen? Ich will jetzt nicht mit ihm fechten, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Geh doch mal weg. So. Ey, diese Steuerung macht mich wahnsinnig, ne? So. Können wir ihn vielleicht irgendwie mal ansprühen? Auf Ossi. Ossi, wo ist... Ne, nicht Schnabeltier. Ossi, warte mal. So, da ist Ossi. Ossi. Ich fürchte, das würde ihm nicht gefallen. Schnabeltier. Nein, das ist nur etwas für mich selbst und einen erlesenen Freundeskreis. Okay, also er sprüht's auch nicht irgendwo hier hin. Ach, okay. Ja. Kämpfen will ich mit ihm nicht. Tja. Ja, meine lieben Freunde, dann muss ich leider nochmal nachgucken. Ich habe leider auch keine Ahnung, was wir jetzt noch machen können. Ich hoffe, dass es im nächsten Part und erfolgreicher weitergeht. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.